So, und damit herzlich willkommen hier zu Emergency 4 und der Biberfelder Retrofitting Modifikation in einem neuen Video. Ich bin hier im Singleplayer unterwegs, das heißt mal ganz allein, und wir haben schon das erste Feuer reinbekommen. Mensch, das ist ja mal relativ unüblich für BFE, aber zumindest augenscheinlich sehen wir hier erstmal nichts. Deshalb würde ich jetzt, bevor ich hier einen großen Hermann mache, erstmal tatsächlich das HLF dorthin schicken zum Gucken. Sollte natürlich die Geschichte hier deutlich größer sein, dann müssen wir hier dementsprechend nachalarmieren. Da können wir auch vielleicht noch die 4 hier mit dazu holen. Die ist dann, denke ich mal, auch noch mit einsatzbereit. Aber zum Gucken sollte erstmal das HLF ausreichen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, genau, wir haben lange nicht mal hier in Retrofitting reingeschaut. In letzter Zeit kam viel Fuchsburg, das weiß ich selber. Aber, ja, ich dachte, jetzt wird mal wieder Zeit, dass wir hier auch mal ein bisschen Retrofitting spielen und schauen, was denn hier im heutigen Video so geht. So, wir fahren jetzt erstmal hier diesen Kope. RTW dafür ist alarmiert. Perfekt. So, HLF ist auch da. Bevor wir großartig gucken, kann der Gruppenführer... Ach, guck mal, wie das leuchtet, Mensch, Wahnsinn. Kann der Gruppenführer erstmal kurz die Schranke aufmachen, dass wir hier reinfahren können. Wie gesagt, sehen tue ich aktuell eigentlich nichts. Auf dem Weg. Jetzt fährt das HLF hier gar nicht rein. Ich möchte aber, dass du das tust. So, wir checken das mal. Wo soll das vorher genau sein? Hier hinten. Schon unterwegs. Ich glaube tatsächlich, wir könnten jetzt sogar probieren, den Einsatz jetzt hier abzuschließen. Ja, ist nichts. Genau, wunderbar. Gut, dann ist der Einsatz schon mal soweit durch. Oh, ich habe vergessen, wie kann man denn hier den Status... Ach ne, aufsetzen und zur Basis fahren. Genau, so machen wir das. Jetzt habe ich kurz überlegt, wie man die Mod spielt. Aber, ja, wie gesagt, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr reingeguckt, muss ich zugeben. Obwohl es ja wirklich eine wunderschöne Modifikation ist, spiele ich sehr, sehr gerne. Und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Wichtig dafür ist halt, dass ihr den 4 GB Patch installiert. Dafür habe ich eine gute Anleitung auf meinem Discord-Server verlinkt, oder ihr findet ihren direkt auf meinem YouTube-Channel, habe ich ein Video für gemacht. Das ist eine simple Sache und sorgt dafür, dass die Mod deutlich stabiler läuft. Ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, genau. Jetzt sind wir soweit erstmal durch. Einsatztechnisch haben wir gerade tatsächlich nichts mehr auf. Ist das HLF jetzt schon heimgefahren? Ah, hier fährt's, ne? Okay, dann ist das gleich soweit erstmal durch. So, dann würde ich mal sagen, wir drücken hier einfach mal auf den Boost. Wichtig und richtig. Was gibt's? Und können dann auch gleich tatsächlich den Patienten in Richtung Krankenhaus fahren. Das ist erstmal soweit, denke ich mal, durch. So. Was gibt's? Ist in Arbeit. Dann einmal auf zum RTW. Das ist auch sehr geil, ne? Mit dem Heckwarner hier. Ah, zoom bitte. Hallo? Naja, jetzt sehen wir es. Schon ganz geil, ne? Dieses Abwechselnde. Optisch sehr, sehr schön. Ich bin zwar nicht der größte Strobel-Fan, muss ich zugeben. So optisch, ich habe keine Ahnung, ob die, ob man damit gut arbeiten kann. Ich arbeite nicht im Rettungsdienst und habe da auch wirklich null Ahnung. Und kann deshalb immer nur von der Optik reden. Da gefällt mir Strobel eigentlich meistens nicht so. Aber ich kann natürlich durchaus verstehen, wenn das super Fahrzeuge sind, dann sollte das natürlich auch so sein. Rein vom Optischen her finde ich, es gibt halt schönere. Sie sind nicht super hässlich, das wäre gelogen, aber es gibt deutlich schönere. So. Aber davon ab, wir spulen die Zeit vor. Ich will hier Einsätze fahren, Kinder, was ist los? Gebt mir Feuer, gebt mir VU, gebt mir irgendwas. Hauptsache, ich habe was zu tun. Oh nein, jetzt hat es wieder ja riesig. Jetzt haben wir hier einen Notarzteinsatz. Direkt bei McDonald's, da können wir eigentlich die Wache, die ASB-Wache hier unten nutzen. Neff mit hin, RC mit hin. So. RTW rollt. Neff wird natürlich eine Sekunde brauchen, ehe das rausfährt, keine Frage. Weil das muss ja erst, wo ist denn jetzt die Wache? Ach hier. Muss ja erstmal dann den Arzt abholen demnach. Wo fährt denn jetzt die Wache eigentlich hin? Wo ist denn die? Ah, hier vorne, ne? Ich glaube, hier vorne fährt jetzt die Wache hin.
Das ist auch geil. Dr. Med. Gernhard Reinemann. Sehr, sehr lustig. So, warte mal, jetzt habe ich aber kurz vergessen, was ich machen wollte. Ach, wir haben noch einen Krankentransport. Aber ich habe ja keinen auf der Map stationiert, richtig? Das ist ein RTW, richtig? Ne, warte mal, 1,85 ist ein KTW, ne? Oder 11,85 in dem Fall. Oh, und auch direkt ein Feuer hinterher. Oh, Gebäudebrand in voller Ausdehnung. Dann kommt erstmal die Wache 3 mit dazu. Und ich möchte von der Wache 1 erstmal einen Halbzug haben. Ja? So. Zack, dann nutzen wir mal ganz kurz. Wird gemacht. Dementsprechend unser Notarzt, der kann schon mal die Person behandeln. Ihr holt bitte schon mal eine Krankentrage. Unser Personal von der Feuerwehr lassen wir direkt mal mit Pressluftatmer ausrüsten. Die Wache 3, die ist noch nicht raus, nein. In dem Fall natürlich ganz wichtig oder am wichtigsten das LFK-Schutz. Das TSF jetzt erstmal nur unterstützend mit dazu. So, zack. Haus gut besetzt, kann man nichts sagen. So, wir sind jetzt hier am Einsatzort. Sind wir schon eingetroffen? Eine Sekunde, wo ist das? Ach, hier. Genau, ja. Dann die Drehleiter. Die Drehleiter wäre tatsächlich hier sinnvoller. Dann schicke ich hier mal das LFK-Schutz mit dazu. Das kann dann dementsprechend gleich erstmal dort die Drehleiter einspeisen. Wir kümmern uns jetzt hier darum. Da wird das TSF jetzt unterstützen mit dazukommen. Da müssen wir hier noch ein bisschen Personal haben. Kein Problem. Schon unterwegs. Was so. Gibt's? Kein Problem. Dann hätten wir das schon mal. Dann würde ich jetzt sagen, auf dem Weg. Wir setzen gleich mal noch ein Standrohr. Gucken. Da müssen wir, glaube ich, auch die TS setzen, ne? Ja, dann ist ja kein Problem. Dort dann leiten wir das Wasser halt einfach einmal weiter. Höre. So, das hätten wir schon mal. Höre. Dann würde ich jetzt sagen, kann die Drehleiter aufgebaut werden. So, check. Auf den das Weg. Hätten wir, okay, dann können wir jetzt hier uns, wir haben, ne, warte mal. Ah, hier ist ja direkt ein Hydrant, den nutzen wir natürlich auch. Was gibt's? Und dann speisen wir einmal die Drehleiter ein. Ja, kein Problem. Und vielleicht legen wir auch gleich mal noch einen Verteiler hier hinter. Was gibt's denn Arbeit? Shit, das war jetzt ein Fehler. Schon unterwegs. Erstmal so, schon zack, unterwegs. Jetzt, jetzt kann ich das wieder nicht, ne? Bestätige. Ah, Mist, höre. Ärgerlich. Da machen wir das jetzt nochmal, ist ja kein Problem. Das hätte auch krass wäre, wenn man mit dem LFK-Schuss wirklich eine Schlauchleitung legen könnte, ne? Jetzt hier in dem Fall, das hat ja, ich glaube, wie viele Schläuche sind denn hier oben drin? 500? Ich weiß gar nicht, wie viele Schläuche sind denn bitte auf einem LFK-Schuss verlastet? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn das einer von euch weiß, haut's gerne mal in die Kommentare. Dann, das ist ja doch auf mal recht interessant zu wissen, sage ich mal. Wir haben auch zwei verletzte Personen, die müssen wir gleich erstmal rausholen. So, ihr habt jetzt eine Aufgabe. Rüstet euch einmal bitte mit Pressluftatmer aus. Dann brauche ich die beiden RTW hier direkt an der Einsatzstelle. Die können hier dahinter fahren. Hier wird ja noch fleißig gelöscht. Das Problem ist, ich komme nicht so richtig hier ran. Deshalb würde ich jetzt erstmal noch das Tanklöschfahrzeug mit dazu alarmieren. Das kann hier mal rückseitig anfahren, dann gehen wir hier im Monitorbetrieb halten voll drauf. Und ich denke, dann kriegen wir das so hin. Was gibt's? Alles klar. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier die Person rausholen. Auf dem Weg. Höre. Auf dem Weg. So, wunderbar. Tür ist auf. Brauchen wir nicht mal aufbrechen. Höre. Wie gesagt, zwei verletzte Personen. Ist
nächsten Arbeit, muss man ja natürlich direkt retten. Ich weiß gar nicht, hier drinnen. Hier da daneben. Das Gebäude ist auf jeden Fall noch bewohnt, deshalb müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Dass wir entweder die Leute rausholen oder... Schon unterwegs. Oder dementsprechend... Ja, das Gebäude dann dementsprechend löschen. Ist das Telefon? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unter Zugzwang. Ne? Das ist mein Tanklöschfahrzeug. Ne, das trifft gleich ein. Auch ein sehr schönes TLF. Was gibt's? Ist in Arbeit. So, bringt ihr jetzt die Leute raus? Ah ja. Was gibt's? Schon unterwegs. Ja. So. Los geht's. Höre. Schon unterwegs. Okay, super. Das funktioniert, das klappt. Das TLF. Was gibt's? Ist jetzt auch schon da. Dann einmal Monitorbetrieb und feuerfrei. Was gibt's? Das Einzige, was wir direkt machen müssen, ist hier eine Leitung aufbauen, weil das TLF verbraucht natürlich jede Menge Wasser. Jetzt hier im Tankbetrieb kommen wir da nicht weit. Schon unterwegs. Gemacht. So, wunderbar. Dann sieht das jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Können wir hier noch was machen? Ne, kommen wir nicht hin. Die Drehleiter hat zwar richtig Bock. Sieht auch sehr geil aus. Ne? Da können wir jetzt hier mal ein wunderschönes Bild machen. Sekunde, wo ist denn... wo ist mein Kamerasymbol? Hell? Bin ich blind? Ah ja, das ist der erweiterte Zoom. Super. Ja, manchmal muss man erst ein bisschen suchen, ne? Auch schon cool aus, so mit der Drehleiter ausgefahren, ne? So, das sieht doch cool aus. So, was macht denn jetzt unsere oder unsere verletzten Personen? Die werden auf jeden Fall behandelt. Dann schnappen wir uns hier mal ganz kurz. Ja? Brauche ich hier oh, ich brauche zwei Inners, ne? Ah, shit. Dann einmal ran hier. Wir checken hier. Brauchen wir hier unbedingt den NA? Muss der begleitend mitfahren hier? Wenn nicht... Können wir den natürlich hier dementsprechend mal mit nutzen, dass der die Brandstelle anfährt und dann dementsprechend dort mit arbeitet. Hier, das TLF hat das eigentlich ganz gut im Griff, hier müssen wir nichts weitermachen. Was gibt's? So, NEF ist auch unterwegs. Ne, das ist natürlich nicht so. Hier muss der Notarzt mitfahren, aber auch kein Problem. Dann alarmieren wir jetzt einfach hier den NA von hier unten oder oben besser gesagt. Schicken den hier mit dazu. Oh, den KT können wir auch mal fahren, ne? So. Okay, das hätten wir. Ihr könnt aber gerne mit Sonder fahren, so ist es nicht. Du auch. So, Sekunde, was haben wir jetzt? Jetzt möchte ich mich nebenbei auch mal um den KT kümmern, dass wir den dann auch mal bei Zeiten abarbeiten. So, auch ein schöner KT, ne? Ich meine, gut, dieses kurze Fahrgestell, das muss einem wirklich gefallen, aber so vom Design her und so, schlicht schön, gefällt mir eigentlich. Was gibt's? So, Feuer ist, glaube ich, soweit aus, ne? Okay, wir haben hier unseren Notarzt, der ist jetzt eingetroffen. Der könnte natürlich auch LNA machen, weil ich glaube, dann können wir da nicht sogar die Notarztbegleitung aufheben. Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber gut, wir haben jetzt einen zweiten Notarzt hier alarmiert. Der müsste auch zeitnah eintreffen, also sehe ich da jetzt kein Problem. In der Zwischenzeit können wir allerdings mal unseren ELW nutzen, um hier alles zurückzubauen, weil das müsste ja theoretisch gehen. Das ist ja diese Funktion aus Fuchsburg, die jetzt hier auch in Retrofitting Einzug gehalten hat mit der neuesten Version, die released wurde. Ist natürlich ganz cool. Müssen wir halt immer nur gucken, dass es nicht irgendwie verbuggt ist, aber das sieht bis jetzt wirklich sehr gut aus. Ich liebe diese Funktion, die spart so viel Arbeit, wirklich ohne Witz. Total genial. Und direkt den nächsten, das nächste Feuer. Kleinbrand durch, tja, das ist wirklich ein Kleinbrand. Pass auf, da schicken wir das MLF hin. Ich
Da schickt man schnell das MLF hin und gut ist. Ja? So, das HLF können wir noch rausschicken. Das Tanklöschfahrzeug können wir noch rausschicken. Was gibt's? LFK-Schutz kann heim, Drehleiter kann heim. Ihr natürlich noch nicht. Und das ja? TSF jetzt auch. So, wunderbar. Das sieht doch schon mal... Das sieht gut aus. Okay, das zweite NEF ist da. Wunderbar, wir machen jetzt hier natürlich so ein bisschen die Straße zu, aber das ist jetzt einfach so, dass, das kann ich jetzt nicht ändern. Alles klar. Höre, schon unterwegs. Ist in Arbeit. So. Schon unterwegs. Ja? Ich glaube, dich können wir bestimmt schon transportieren, jawohl. Dann fährst du bitte begleitend hier mit. Unterwegs. Oh, und wir haben direkt ein zweites Feuer reinbekommen. Das checken wir gleich. Aber zuvor müssen wir erstmal hier den PKW ausmachen. Das machen wir natürlich jetzt hier mit, was ich, keine Ahnung, zwei Feuerlöschern und gut ist. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Das macht der Blitzeinschlag. Oh, da müssen wir uns natürlich ein bisschen mehr beeilen. Weil das natürlich auf das Gebäude übergreifen könnte mit viel Pech. Deshalb fährt da direkt mal das HLF hin. Ja. Ja, bin unterwegs. So. Was gibt's? Ihr könnt euch einmal mit Pressluftatmern ausrüsten. Hier, das wird fleißig gelöscht. Hat zwar irgendwie nur einer den Weg hingeschafft anscheinend. Weiß nicht, wo der zweite bleibt. Er steht im Gleisbett. Das ist sehr gesund, bleibt da ruhig stehen. Alles in Ordnung. So, wir hätten hier natürlich, ich hätte nochmal eine Streife mit alarmiert. Dann hätten wir ja, hier wenigstens vielleicht Arbeit. Mal alles dicht machen können, aber hey. Schockraum. Ach, das ist Anmeldung, ne? Oder? Nein, was heißt das? Ist das Anmeldung für den Schockraum? Höre, bin unterwegs. So. Wunderbar, das klappt. Hier ist dann die Einsatzstelle soweit abgearbeitet. Hier werden wir mit der SAE vorgehen. Auf dem Weg. So. Feuer wird bekämpft. Das Ding brennt aber auch, ja. Was gibt's? Das ist wieder so eine Endlosgeschichte, ja. Die kleinen Feuer in EM4, die machen's aus, sage ich euch. Das dauert. So, jetzt können wir erstmal hier die Einfahrt zur Notaufnahme wieder ein bisschen frei machen. So, dann fahren wir ins Krankenhaus, bitte. Dankeschön. Brand durch Zigarette, das ist immer gerade dabei. Das Feuer ist eigentlich soweit durch. Ich denke mal, da kommt es jetzt darauf an. Ah, der Blitzeinschlag ist abgearbeitet. Da kommt es jetzt darauf an, dass man die Patienten natürlich dementsprechend ins Krankenhaus geschaffen haben. So, Bewusstlosigkeit. Was braucht man da? Braucht man da nur einen RTW? Ich habe jetzt nicht richtig hingeguckt. So, wunderbar, das klappt ja schon mal. Hier, ja, hier brennt es immer noch, ich würde sagen. Ach komm, wir holen mal noch einen Feuerlöscher. Gehen noch mit dem dritten da drauf. Ist in Arbeit. Wird umgehend so. Durchgeführt. Jetzt haben wir noch einen dritten Kameraden mit einem Feuerlöscher, der dort dementsprechend arbeiten kann. Dann müsste es ja irgendwann mal unter Kontrolle zu bringen sein. So. Du holst dir bitte einen. Oh, Gebäudebrand. Oh, BMA. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja. Sekunde, wo ist jetzt. Oh, da müssen.
Ah, es brennt auch noch. Aber vor behandeln wir zumindest die Person. Jetzt wird dementsprechend erstmal die Wache 4 auch mit hin alarmiert. Zwar mit beiden Löschfahrzeugen. Einfach weil die auch eine Sekunde länger brauchen, ehe sie da sind. Und jetzt kommt der Löschzug groß, der Wache 2 noch mit dazu. Und dann teilen wir uns das so auf und fahren Stück für Stück rein, was wir brauchen. Vielleicht kommt auch noch die Werkfeuerwehr zum Einsatz, das werden wir gleich sehen. Weil das natürlich sehr intensiv werden kann. So. Eben rollt, Hale rollt, das Klaff rollt oder das Kef, wie auch immer. Ich glaube, Wasserprobleme sollten wir da eher weniger haben. Können wir natürlich aber bei Bedarf auch alarmieren. Hier rollt GWA plus Drehleiter plus der KDOW mit dem B-Dienst. Okay, Sturz, das können wir jetzt erstmal nicht vernachlässigen, aber erstmal hinten anstellen. So, pass auf, wir machen das jetzt so. HLF direkt hier vorne hin. Die beiden Fahrzeuge, die nur im Endeffekt Logistik und Einsatzleitung sind, hier an die Seite, die sind jetzt erstmal nicht so wichtig. So, zack. ELW. Selbe Spiel. So, zack. Erstes HLF. Ihr seid noch am Ausrüsten. Shit, ne? Euch beiden brauche ich auf jeden Fall unter PA am Einsatzort. So. Ja. Wo habe ich denn hier einen Hydranten? Ich sehe gerade keinen. Ah doch, da vorne, ne? Das ist, glaube ich, einer. Ja? Ja. Wird gemacht. Bin unterwegs. Okay, das war jetzt noch nicht geplant. Ich hoffe, es reicht aus, dass wir wirklich bis hier hinkommen. Ja. Hören unterwegs. Bin unterwegs. So, wunderbar. Okay, pass auf, dann euch beiden direkt hier mit zum HLF dazu. Bin unterwegs. Dann könnt ihr ja mit noch zwei Rohre damit vorbringen. Auf den Weg. Dann habe ich einen Trupp, den lasse ich in Bereitschaft als Sicherheitstrupp. Und für möglich. Oh, die Halle brennt natürlich auch. Brauche Wache 4 unbedingt. Ah, die ist schon da. Ja. Das hier vorne brennt jetzt auch schon. Scheiße. Kinder, das wird. Das könnte intensiv werden. Ich möchte hier einmal. Pass auf den ELW, den fahre ich jetzt hinter. Das LF, das kommt hier so hin, wird direkt als direkt genutzt zum zur Brandbekämpfung. Hier das Ding bauen wir mal ganz kurz auf. So, zack. Ja, wird gemacht. Was ich natürlich hier hätte machen müssen. Ja. Alle direkt mit Pressluftatmer ausrüsten, aber das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Oh, hier ist irgendwas explodiert. Ach komm. Bin unterwegs. Was gibt's? Wird ausgeführt. Naja, jetzt ist das Ding verbuggt, shit. Das Ding ist jetzt leider verbuggt. Das war klar. Ach komm. Das ist doch scheiße. Dann müssen wir die nämlich nochmal neu alarmieren. Da ist irgendwas hochgegangen. Hat dafür jetzt gesorgt, dass dieses scheiß HLF verbuggt ist. Problem ist, wir werden hier auch Leute drin haben. Was gibt's? Wird ausgeführt. Kein Problem. Bin unterwegs. Das ist jetzt wirklich langsam, wird's kritisch. Höre. Wird gemacht. So. Wird ausgeführt. Höre. Okay, wenn das. Ja, das HLF ist zum Glück jetzt schon wieder da. Auch das Kef ist wieder da. Das kann eigentlich gleich wieder die gleiche Stelle anfahren. Was ist denn jetzt schon wieder hochgegangen? Was? Ey, leckt mich doch am Arsch, ey. Ehrlich. Das ist zu heiß. Ich komme da nicht ran. Ich krieg's nicht aus. Keine Chance. Kann ich, glaube ich, machen, was ich will. So.
Wir müssen das jetzt nochmal ein bisschen taktisch, bisschen auf... Auf dem Weg. aufarbeiten, Jan. Also es läuft gerade nicht gut, das brennt volle Hütte und wenn das gleich rüberläuft hier, dann ist Harakiri, dann ist vorbei. Dann habe ich einfach mal verloren. Ja. Kein Problem. Was gibt's? Auf dem Weg. So, wo ist der scheiß GWA? Da stand doch schon hier. Weil ich glaube, dass es so heißt, dass ich da Hitzeschutzanzüge brauche. So, warte mal, okay, dann brauchen die nämlich gar keine Schläuche jetzt in der Hand halten. Auf dem Weg. Das Problem ist, klar, ich muss hier nachalarmieren, aber ich schaff's ja gerade nicht mehr, die normalen Einheiten zu koordinieren. Deshalb müssen wir hier... Wir müssen hier Stück für Stück aufbauen. Es nützt nichts, es bringt ja gar nichts, wenn ich hier alles schön aufgebaut habe und dann zum Schluss trotzdem die Hütte brennt, sag ich mal, ne? So. Wo wollten wir jetzt hin? Könnt ihr mal bitte Schläuche holen? Verstanden. So. Was gibt's? Wird gemacht. Auf dem Weg. Ja? Okay. Das läuft. Das passt ja. Das ist natürlich jetzt hier schon eine Dekonlage oder eine Kontaminationslage. Das wird auch gleich hochgehen, also da komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Wir müssen jetzt hier wirklich erstmal alles auf Brandbekämpfung setzen. Bedienen bitte mal die Pumpe. Wo läufst du hin? Ach, der läuft jetzt. Ich glaube, ich weiß, wo der hinläuft. Ich vermute fast, dass hier hinten die Werkfeuerwehr... So, ich muss erst Alarmstufe drücken. Ja. Ne? Das ist natürlich doof. Kann ich die hier drüber rücken? Ne, kann ich noch nicht, ne? Ist noch nicht heiß genug. Ja klar, läuft ja noch gut. Dass hier irgendwo die Fahrzeuge stehen, der Werkfeuerwehr, und dass der dann natürlich dann dementsprechend auf die Map läuft. Kein Problem. Auf dem Weg. Höre. Auf dem Weg. So, die Drehleiter, die müssen wir jetzt eigentlich auch mit zum Einsatz bringen. Es ist schon wieder was hochgegangen. Es ist zum Kotzen. Warum? Ja komm, steht wieder auf, Jungs. Kann ich euch dann bitte weiter nutzen? Bitte, 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 bitte. Auf dem Weg, höre. Nein, lauft hier zum Halle. Ja, wie gesagt, wenn hier was hochgeht, bist du sofort am Arsch. Bin unterwegs. Höre. Oh, jetzt kann ja eigentlich nichts hochgehen. Jetzt müsste es ja vorbei sein. Wir werden auf jeden Fall Tote haben. Ja. Aber ich bin froh, wenn ich es überhaupt unter Kontrolle bekomme. Wird gemacht. Ja? Was gibt's? Ja, habe verstanden. So. Okay, weiter im Text jetzt. Ihr drei zum GWA, ihr müsst euch auch mit Hitzeschutzanzügen ausrüsten. Da kommen wir nicht drum rum. So. Verstanden. In der Zwischenzeit können wir hier allerdings schon mal das alle vorbereiten, dass wir hier nochmal in der Leitung gehen können. Ja? So, zack. Auf dem Weg. Was macht ihr hier? Auf dem Weg. Wird gemacht. So, jetzt brauche ich allerdings noch weitere Kräfte. Auf jeden Fall erstmal das LFK-Schutz hier mit dazu. Digga, Digga, das ist wieder so ein Einsatz. Ach ja, und natürlich, wir können gleich die Dings mit alarmieren. Den kompletten Dekonzug hier. Höre. Ja. So. Du kannst jetzt hier schon mal den Verteiler legen. Oh, es brennt. Ah, shit. Wird gemacht. Bin unterwegs. Jetzt gehört die Person natürlich nicht zum Auto. Verstanden. Echt zum Heulen gerade, ne? Aber da gehört ja alle nicht zum Auto, oder? Ja, bin unterwegs. Aber das Problem ist, mit ihm brauche ich doch jetzt gar nicht hingehen, oder? Auf dem Weg. Das dürfte gleich relativ zügig, relativ heiß werden. Na, wobei es geht.
Bisschen können wir noch gehen. Ja, auf dem Weg. Ja, bin unterwegs. So, okay. Ja. Ja, verstanden. So. Alles klar. Wir müssen hier kühlen. Und wir müssen aber auch hier löschen. Ja, wird gemacht. So, dann können wir jetzt hier nochmal direkt eine zweite Leitung in diese Richtung legen. Zur Lagerhalle. Wir haben natürlich auch jede Menge Verletzte. Ja, das ist dann alleine schon wieder gar nicht mehr so einfach, ne? Auf dem Weg. Ich habe ja auch noch den Sturz. Da müsste ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen RTW hinschicken. Ja, schon unterwegs. Verstanden. So. Ja. Hier brennt es natürlich auch richtig schön doll. Was gibt's? Kein Problem. Drehleiter. Ja? Würde durchaus Sinn machen. Kann ich allerdings gerade nicht speisen. Höre. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Hallo? So, jetzt. Okay, das läuft erstmal. Super. Wache 3. Wache 3 kann hier vors Gebäude fahren oder vor das Gelände fahren und dann einen Verteiler reinlegen. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch Chemikalien-Schutzanzüge. Sind jetzt hier, müssten ja theoretisch 2 drauf sein. So. Gemacht. Was gibt's? Okay, auf dann legen wir jetzt dort einen Verteiler hin. Wenn ihr euch dann soweit umgezogen habt, werdet ihr hier direkt. Ja, genau deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Ja. Ich brauche auch mal eine Streife. Brauche mal eine Streife, hallo? Die hier mal kurz alles dicht macht. Höre. So. Schon unterwegs. Bist du natürlich ein bisschen kontaminiert, ist aber kein Problem. Was gibt's? Das sollten wir hinbekommen. Verstanden. Ja, ich weiß. Ja. Okay. Jetzt hat sich's erledigt. Jetzt kann ich's nicht mehr halten. Ich glaube, ich gebe auf. Das krieg ich nicht gelöscht. Nie im Leben. Nicht alleine. Pass auf, wir machen das so. Ich mache jetzt an der Stelle einen Break. Und ich versuche das trotzdem abzuarbeiten, aber im nächsten Video, weil sonst wird dieses Video endlos lang. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und ich hoffe natürlich, dass das Video euch bis hierhin gefallen hat. Dass ihr gesund seid, dass ihr es bleibt und dass wir uns dann natürlich auch im nächsten Video streamen oder was auch immer wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.